Herzlich willkommen zurück und zwar zum zweiten Spiel. Das erste lief ja ziemlich gut. Am Anfang zwar auch nicht so, aber wir haben es dann ja doch mal drehen können. Und es geht weiter. Ja, Priester. Das ist so eine Sache. Habe ich in der letzten Season 6-mal gegen gespielt, 4-mal verloren. Ich muss aber auch sagen, ich hatte tierisches Kartenpech meistens. Na, immerhin habe ich jetzt einen Gewittersturm. Der fehlt ja mir im ersten Spiel. Ja, und den Sonnenläufer, der ist natürlich auch gegen Priester Gold wert. Es ist ja auch so. Der Priester hat 2x2 Instant Damage. 2x kann er Diener wegmachen, die unter 4 Angriff haben. Dann kann er 2x über 4 Angriff wegmachen. Ich würde... Ach, keine Ahnung. Eigentlich müsste ich es denn selber spielen, den Priester. Ich werde auf jeden Fall meine Schlüsse daraus ziehen, wie die Spiele laufen. Und zwar will ich mich ja nicht auf ein Deck festlegen. Ich bin bereit, irgendwie zu wechseln. Nur muss es dann Hand und Fuß haben. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, einige Ideen habe ich schon gesehen. Aber ich... Wäre echt cool, wenn ihr mir noch mehr schicken könntet. Decklisten oder halt auch Veränderungen für dieses Deck. Bin ich immer offen für. Einfach reinposten unter die Kommentare oder mir per Mail oder unter meinem Guide. So, jetzt die Sache. Ich kriege ihn nicht weg. Aber ich kann eine Karte ziehen. Davon habe ich mittlerweile 2 Karten im Deck. Ich finde sie eigentlich ziemlich stark, ähnlich so wie eine Waffe beim Krieger. Daraus mache ich erstmal einen Frosch, das ist mir echt zu blöd hier mit den ganzen... Mit den ganzen Buffs und... Ach. Aber ich kenne das Spiel. Ich lege gleich mal einen Sonnenläufer. In der Hoffnung... Ah, was macht er denn? Ah, das war ja jetzt Waste. In der Hoffnung, dass... dass mir den keiner wegnehmen kann. Und dann kommt von irgendwo ein Schweigender her. Und macht mir aus dem Sonnenläufer einfach mal einen normalen 5-4er ohne Schild. Sport ist nicht ganz so wichtig jetzt, aber... Ach. Geht hinter mir in Deckung. Verdoppeltes Leben, jo. So, jetzt ist die Sache. Ich muss irgendwas gegen die beiden Karten machen. Ich könnte Zaubermacht-Totem ziehen, dann hätte ich noch 5. Ich könnte den darauf tun. Ja, das mache ich glaube ich auch. Ich mache... Ja, und jetzt sehen wir, dass es Verschwendung war. Ach Mist. Ich kann ihn ja auch nicht mal angreifen jetzt. Ach, ist das alles scheiße, Gott. Jungs,
Mach nix, ich werde... Und Mädels? Einfach nochmal ein paar mehr Karten wasten. Ich weiß, es war jetzt nicht so ein... Ach, es war eigentlich ein ganz dummer Schachzug. Keine Ahnung. Das hätte auch mit viel weniger Kartenaufwand funktioniert. Naja. Er hat keine Karten mehr auf dem Deck. Ich führe... Und immerhin kann ich ein bisschen was gegen meine Priesterbilanz tun. Also bisher sieht es ganz gut aus. Ich hoffe ja, das geht so weiter jetzt. Naja, sagen wir, wenn es schlecht läuft, sind das 10 Damage direkt. Also wenn er jetzt nicht irgendwas Tolles macht, dann hat er gleich verloren. Das war natürlich gut, aber auch nicht. Gut genug. Jetzt kann ich ihn ganz einfach runterspielen, denke ich. Ich glaube nicht, dass er noch irgendwas aufs Feld tun kann, was mir ernsthaft Probleme bereiten würde. Ich habe auch noch... Ja, Priester halt. Ich habe auch noch... gute Karten auf der Hand, also ist nicht so, dass ich gar nichts mehr entgegenzusetzen habe. Ich würde jetzt als allererstes den wegmachen. Und so langsam merkt man auch deutlich den Kartenvorteil. Ich habe jetzt schon 5 Karten mehr gezogen. Wie viel Schaden mache ich in der nächsten Runde, wenn er keinen wegmacht? 10. Plus mein Instant, meine Lava-Eruption. Dann habe ich auf jeden Fall gewonnen. Ist schon okay. Noch reingelegen, aber will ich auch nicht unnötig ärgern. Von daher beende ich einfach das Spiel. Ja, das war das zweite Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit der nächsten Episode. Bis bald.